Wir waren auf der Suche nach einem Unternehmen, das vor allem im Medizinbereich regulatorisch versiert ist und anhand der einschlägigen Normen eben Entwicklungsprojekte durchführen kann und auch Erfahrung in dem Bereich hat. Wovon beide Seiten profitieren konnten, ist, dass wir Entwicklung und Fertigung unter einem Dach haben. Und das hat Miha und alle Ansprechpartner von Anfang an überzeugt, dass man letztendlich nur einen Verantwortlichen hat. Miha Bodytech ist weltweiter Marktführer von Ganzkörper-Elektromuskelstimulationsgeräten zum Wiederaufbau von Muskulatur nach Operationen mit wenig Gelenkbelastung. Ursprünglich der Erstkontakt mit Miha Bodytech war 2014. Miha Bodytech war nicht hundertprozentig glücklich mit ihrem damaligen Lieferanten, vor allem auch mit der Qualität, die im Feld war. Miha war total begeistert, dass wir die Entwicklung und die Fertigung gemeinsam im Fokus haben. Letztendlich und sie nur einen Ansprechpartner haben. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir in der Entwicklung die richtigen Entscheidungen treffen, dass das Produkt dann auch in der Fertigung gut durchläuft. Wir haben mehrere Entwicklungsprojekte, wenn es um neue Geräte geht, einerseits Hardware, andererseits Software. Zusätzlich produziert TQ auch an den diversen Standorten die Hardware für uns. Die Elektronik ist bei TQ in-house entwickelt worden. Die Serienüberleitung ist bei TQ gelaufen, die Qualifizierungsunterstützung einmal in Deutschland, aber auch bezüglich USA, also FDA. Vor allem im medizintechnischen Bereich. Da kann ich wirklich den Produktentwicklungsverantwortlichen oder auch bei kleineren Unternehmen, dann klar den Geschäftsführern empfehlen, mit TQ Systems zusammen zu arbeiten, weil da einfach das regulatorische Know-how vorhanden ist in diesem medizinischen Bereich und der ist extrem reguliert. Das heißt, die Anforderungen sind sehr hoch, auch einerseits was Dokumentation angeht, andererseits auch was Qualität angeht. Und da ist es elementar, dass ich so einen starken Partner habe, der da Erfahrung hat und auch wirklich die Kompetenz hat. Bei Miha Bodytech ist ganz entscheidend, dass sie einen funktionierenden Service haben im Feld. Hinter jedem Produkt steckt aber auch die Existenz von anderen Firmen, letztendlich Mikrostudios im Fitnessbereich. Die können sich nicht erlauben, dass das Produkt ein, zwei, fünf Tage nicht funktioniert. Und somit war es wichtig, dass wir diese Schnittstelle so gut wie möglich reduzieren, beziehungsweise auch Software-Themen innerhalb von 24 bis 48 Stunden komplett angehen und dann auch beseitigen können. Dass wir unsere Kunden wirtschaftlich erfolgreich machen müssen und wollen, das ist unsere oberste Mission. Und deswegen ist es elementar, dass die Produkte zuverlässig sind, dass sie funktionieren und im Falle, wenn einmal Probleme auftreten, sei es mit Software, sei es aber auch mit Hardware, dass schnell und vor allem flexibel und problemlos reagiert wird. Also neben der Flexibilität spielt ganz klar die Qualität und vor allem die Zuverlässigkeit unserer Produkte eine ganz entscheidende Rolle, da wir uns als Marktführer in unserem Markt verstehen und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da fühlen wir uns bei TQ Systems in richtigen Händen und sind auch überzeugt, dass wir hier genau die Hardware bekommen, in der Qualität und in der Zuverlässigkeit, wie es unser internationaler Vertrieb und Markt auch benötigt. Wir haben ein sehr enges, eigentlich schon fast freundschaftliches Verhältnis zu allen Entscheidungsträgern. Und ich koordiniere diese Schnittstellen und versuche Miha mit allen Fragen und Anforderungen, die sie haben, bestmöglich zu unterstützen. Gefällt uns sehr gut, dass wir also dass man nicht nur irgendeine Nummer ist, sondern dass man als Kunde einerseits, aber auch als Projektbetreuer, also jetzt, wenn ich nur von mir spreche, eben auch das Gefühl hat, einen gewissen Wert zu haben und hier einfach auch sehr familiär aufgenommen wird, beziehungsweise die ganze Zusammenarbeit in dem Kontext auch wirklich sehr, sehr angenehm ist und das spiegelt sich in allen Aspekten der Zusammenarbeit auch wieder. Wenn ich mit den Ansprechpartnern von Miha Bodytech spreche, planen wir ganz klar schon die nächsten Schritte für die nächsten Jahre, die nächsten Ausbaustufen, die nächsten Generationen. Und ich denke, dass wir da weiterhin erfolgreich gemeinsam arbeiten können und auch die Zielkunden von Miha Bodytech mit den neuen Geräten weiterhin begeistern können.